Ja, Leute, und damit ein herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Jetzt kam schon wieder ein oder zwei Wochen lang gar nichts, beziehungsweise anderthalb Wochen irgendwas in dem Dreh von Skyrim. Und ihr wisst ja auch, dass ich relativ viel zu tun habe zurzeit, was mich selber ein bisschen belastet, beziehungsweise einschränkt in meiner ganzen Vielfalt auf YouTube. Aber ich versuche natürlich so gut wie möglich relativ viel Videos zu machen und konzentriere mich dann aber, wenn ich es nicht machen kann, immer auf das, was mich gerade am meisten fixt, beispielsweise in dem Fall Bilder. Ich hoffe, ihr seid mir da jetzt nicht böse. Wir waren natürlich hier zusammen das Ganze beenden. Was ist denn das? Auch noch so eingezeichnet. Werden wir natürlich noch machen. Aber ja, ne? Das machen wir jetzt erstmal. Das Auge der Falmer zu Delvin. Hä? Der Tod, existiert der nicht mehr, oder was? Da bin ich gerade einfach blind. Jetzt bin ich echt ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Okay. Achso. Ich muss ja jeweils Verschiedenes auch noch anklicken. Dann kriegen wir auf der Karte ein Ergebnis. Das Auge der Falmer haben wir jetzt bekommen, bevor der liebe Mercer Frey, den wir umgebracht haben, es bekommen hat. Ach ja, der gehört ja mit zur Gilde. So. War ja erstmal schön gediegen Energy auf. So. Ja, zurzeit ist es bei uns ein bisschen hart. Muss man wirklich so sagen, bei mir natürlich auch. Weiß auch nicht, wie sich das Juni, Juli jetzt ändert. Weil, wie gesagt, ich muss ja dann beziehungsweise ich trete dann die Umschulung an. Versuche da trotzdem so gut wie möglich in den beiden Monaten die Videos zu machen, weil die beiden Monate werden auf jeden Fall die härtesten. Erstmal aus dem Grund, dass ich da das erste Lehrjahr nachholen muss. Vielleicht ist es auch gar nicht so hart, aber man sagt in der Verwaltung, das soll schon ganz schön viel Lernstoff sein. Werden wir ja dann sehen. Dass ihr das auch schon mal wisst. Delvin müsste der Glatzkopf sein. So. Ja, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Da bin ich ganz optimistisch, was das Ganze angeht. So. Über was können wir denn heute mal quatschen? Es geht einfach mal um einige Sachen, die ich machen möchte und auch ansprechen möchte. Sucht ihr nach Arbeit? Ihr benötigt Gold. Ich bin für die Diebstahl. Wenn ihr Einbrüche bevorzugt, dann sprecht mit Vex. Diebstähle. Es gibt also. Seid ihr bereit? Endlich jemand mit Mumm. Oh. Ihr, bitte. Ich habe jede Menge Aufträge zu vergeben. Interessiert? Ja, gut. Oh ja. Nach dieser kleinen Schönheit habe ich gesehen, wenn ihr wieder einmal seltene Schmuck bei den Acht. Ihr habt es tatsächlich bekommen. Das ist mehr Gold wert als manches. 3200 und jetzt passt auf. Ich zeige euch das jetzt mal, während ich jetzt quatsche. Ich habe einiges vor dieses Jahr. Ups. Ich habe einiges vor dieses Jahr mit dem Kanal noch. Punkt 1, den ich jetzt mal ansprechen möchte, ist, das hatte ich aber auch schon in einem anderen Video gesagt, hier möchte ich jetzt auch bloß nochmal kurz sagen, dass wir jetzt gerade so ein kleines Problem in Anführungsstrichen haben. Und zwar, dass Kalle und Nick derzeit nicht so die Lust auf YouTube haben und auch relativ, ja, sie wissen nicht, was sie halt spielen sollen. Das ist halt so Punkt 1. Und Minecraft macht uns ja allen gerade keinen Spaß, wenn man, also online. Multiplayer-mäßig sage ich mal, der Server, der macht mir richtig Bock. Achso, ich wollte euch das ja zeigen. Da seht ihr schon das Auge der Falmer. Da ist es jetzt so. Die ganzen Schätze, wie gesagt, die werden hier reingepackt. Ihr seht schon, hier sind ja so gut wie gar keine. Das ändern wir natürlich noch. Ja. Und das ist halt so das ganze Ding. Schon mal Punkt 1, dass wir nicht wissen,
Also alle nicht genau. Ich habe jetzt erstmal gesagt, gut, lassen wir es so. Wir sind und bleiben erstmal 4 Leute. Wenn ihr wirklich irgendwann sagt, ihr macht gar kein YouTube mehr, dann, ja, dann gehört der Kanal mir und Louis, beziehungsweise nur mir. Und ja, die meiste Arbeit ist ja sowieso immer auf meine Kappe gegangen. Das ist jetzt auch kein Vorwurf oder so. Das wissen ja alle sowieso von vornherein. Das müsste euch ja auch schon aufgefallen sein. Das ist jetzt aber auch nichts Schlimmes, sage ich mal. Also ist halt nichts Schlimmes, aber es ändert das Kanalbild auf jeden Fall, weil eigentlich es gibt 20 Millionen Kanäle. Ich sage jetzt einfach 20 Millionen. Es wird mit Sicherheit noch viel, viel mehr geben. Aber es gibt so wenig deutsche Kanäle, die wirklich aus mehreren Leuten bestehen, beziehungsweise aus mehr als 2 Leuten. Und das ist halt doch schon was Besonderes. Und vor allem, weil wir so eine große Vielfalt haben an Spielinteressen. Der eine spielt gerne FIFA, spiele ich zum Beispiel gar nicht mehr gerne. Der nächste spielt gerne alte Spiele. Bin ich zwar ein Fan von, aber für ein Let's Play weiß ich immer nicht so genau. Da muss das Spiel mir persönlich sehr gut gefallen und muss auch ein bisschen was mit meiner Kindheit zu tun gehabt haben. Und dann bin ich wieder derjenige, der eigentlich fast alles spielt, aber wirklich gerade die brandaktuellen Spiele auch immer wieder spielt. Und das war halt so eine Sache, die einfach perfekt war und auch immer noch ist. Aber ob das jetzt wieder so wird, das kann ich euch nicht sagen. Was ich aber machen möchte, trotz meiner Umschulung, die jetzt dann anfängt im Juni, ist Folgendes. Ich möchte erstmal nach Windhelm reisen. Ich lese gleich, was wir stehen sollen. Ich habe jetzt nicht genau geguckt. Irgendein makelloser Diamant. Ich möchte noch God of War 4 machen. Einige Leute haben das schon mitbekommen, beziehungsweise wissen es auch schon. Und die haben auch gesagt, ja, unbedingt, unbedingt. Die das Spiel kennen oder wissen, worum es da geht. Ich finde das Spiel einfach geil. So den Trailer, den ich gesehen habe auf der E3. Ich hoffe, es kommt dieses Jahr noch Ende des Jahres. Dafür muss ich mir auch eine PlayStation holen. Ja, sowas. Dann wird sich generell noch ein paar Sachen am Kanal ändern. Bezüglich allein schon der Upload-Zeiten. Das weiß ich aber noch nicht. Wie genau, weil das richtet sich ja danach, wie ich arbeiten muss, wie anstrengend für mich die Ausbildung ist, ob sie wirklich so schwer ist, wie viele immer sagen, oder ob das wieder so eine Sache ist für mich, wo ich sage, ihr sagt alles ist schwer und für mich ist es relativ einfach. Da bin ich echt gesegnet, in Anführungsstrichen, habe ich echt Glück gehabt, dass ich relativ schnell lerne. Das Problem, also meine Geschwister zum Beispiel sind jetzt nicht so extrem schnell im Lernen, da habe ich einen sehr großen Vorteil. Und vielleicht ist es da ja auch so und es ändert sich nicht wirklich viel an den Upload-Zeiten. Wenn doch, werde ich euch natürlich darüber informieren. Makellose Diamant von da. Okay. Sollen den makellosen Diamanten stehlen. Wir beschatten ihn jetzt gleich mal. Ich werde jetzt erstmal speichern, weil wenn wir jetzt gefasst werden, möchte ich das natürlich auch nicht. So. Sind jetzt im Taschendiebstahl auch noch nicht so krass gut unterwegs. Wir gucken mal. Schleichen haben auch schon verbessert. Das schaffen wir nicht. 0% zum Stehlen. Wenn er schläft, Versucht ihr euch zu verstecken? Also ich. ist die Wahrscheinlichkeit schon mal höher, dass er uns dann findet. Wir könnten es aber auch mit einem Trank noch ein bisschen hochpushen. Zaubertrank, der. Na, keine Ahnung, wie der gerade heißt. Ich hab den auf jeden Fall irgendwo. Geh einfach weiter. Er hat jetzt die Waffe auf einmal schon gehabt, also er wäre auch zum Angriff bereit. Habt ihr gerade gesehen, wie sie gespawnt ist unten an seinem Gürtel. Wir laufen jetzt einfach ein bisschen nach und gucken, wo er wohnt, damit wir da nachts einbrechen können. Und beim Schlafen ist die Wahrscheinlichkeit höher, beziehungsweise ist der Prozentsatz höher, dass wir es schaffen. Hier ist ein Grab mit einem Haufen Blut. Wir gucken jetzt erstmal, wo der hingeht. Das könnte jetzt natürlich eine Weile dauern, aber. Halt! Bleib zurück. Schon wieder ein Mädchen tot. Das ist Susanna aus Haus Kerzenschein. Aber ich will Hat doch. mir erst vor ein paar Tagen ein Getränk serviert, aber gekannt habe ich sie eigentlich nicht. Susanna ist die dritte. Es ist immer dasselbe. Junges Mädchen, nachts ermordet, Körper zerstückelt. Durch den Krieg haben wir sowieso schon zu wenig Personal. Niemand kann Zeit dafür erübrigen. Nicht schön, aber so ist es nun mal.
Wenn ihr helfen wollt, fragt ein paar der Gaffer, ob sie etwas Brauchbares gesehen haben. Ich werde die Leiche untersuchen, bevor sich die Ratten darüber hermachen. Lecker. Ich komme gleich zurück, aber erstmal will ich gucken, ist er jetzt hier lang gelaufen? Der muss da reingegangen. Oder da hoch. Scheiße, wo ist der hin? Ach, hier ist das Haus. Hier ist sein Haus, also holen wir uns gleich noch einen Trank zum besseren Stehen. Jetzt quatsche ich dir aber erstmal an. Sehr interessant, daran kann ich mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht erinnern. Drachen? Es ist immer traurig, wenn jemand stirbt. Es tut mir leid. Ich dachte, ich hätte jemanden davonlaufen sehen, aber ich konnte ihn nicht richtig erkennen. Okay. Frau und Bär? Schon wieder jemand. Schrecklich. Ah ja, die kann sogar Taschendiebstahl unterrichten. Fühlen wir wohl nichts Gutes im Schilde, nicht wahr? Ich werde es euch beibringen. Obwohl ich Taschendiebstahl auch pushen könnte. Ach, geht ja gar nicht. Scheiße. Man kann ja pro Level nur einmal bei so einem Typen immer das Zeug pushen. Mist, da habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Das war jetzt eigentlich voll der Waste. Habt ihr gesehen, was hier passiert ist? Ich habe einen Schrei gehört und bin sofort hierher gerannt. Aber sie war bereits in diesem Zustand, als ich hier ankam. Okay. Es ist immer traurig, wenn jemand sterben muss. Fangen wir mal sie noch. Es ist eine Schande. Nein, tut mir leid. Also die hat was gesehen. Aber mir ist aufgefallen, dass ihr Geldbeutel noch intakt war. Wer das auch getan hat, hatte es also nicht auf ihr Gold abgesehen. Ich werde die Leiche weiter präparieren, wenn es euch recht ist. Ich bitte euch nur um ein paar Septime, damit ich etwas Essbares kaufen kann. Ich muss die wie immer. Niemand hat etwas Brauchbares gesehen. Mhm. Der Dreckskerl ist schon wieder entkommen. Könnte mehr dahinter stecken. Lasst mich euch helfen. Hört zu. Wenn ihr glaubt, ihr könnt das besser als die vielen Wachtposten, dann nur zu. Aber ihr müsst erst mit Jorlife reden. Wir können nicht jeden herumlaufen und behaupten lassen, er sei in offizieller Funktion unterwegs. Wenn er damit einverstanden ist, reden wir darüber. Okay, das werden wir natürlich nochmal tun. Sprich mit Jorlife, das machen wir noch. Aber erstmal gehe ich jetzt hier rein. Vom Clan Schmetterschild. Oha, ob da mehrere unterwegs sind. So, dann speichern wir nochmal kurz hier an der Stelle. So, und dann warten wir jetzt bis zum Abend. Machen wir mal 10 Stunden. Könnte auch sein, dass ich jetzt über den Abend hinausgehe. AM, PM, ich weiß gerade nicht mehr, was war. AM war, glaube ich, After Morning und PM war das andere. Bin ich mir aber gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Versucht ihr euch zu verstecken? Nee. Also ich sehe euch klar und deutlich. Die arme Nilsine ist am Ende, seit ihre Schwester ums Leben kam. Was war denn das jetzt? War das... Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, der geht runter. Ihr geht jetzt besser. Ja, gleich. Okay. Geh schon. So, dann speichern wir mal, weil dann ist jetzt hundertprozentig dunkel. Ja. Speichern wir jetzt nochmal. Und gucken dann, was denn bei rauskommt. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ja, auf jeden Fall habe ich einiges noch vor. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht an Spielen sehen wollt dieses Jahr noch, was vielleicht noch so kommt. Dann können wir ja mal gemeinsam gucken. Hä, wo ist denn der hin? Ist der hier raus? Dein Ernst? Hä? Wo ist denn der jetzt lang?
Aha. Ich muss, bevor ich sterbe, ich das Glück gesichert habe. Okay, jetzt greifen mich Vampire wieder an. Ah, schön. Zack. Beiden Schwertern sowas von aufgespießt. Ja gut, dagegen kann ich ja jetzt nichts machen. Das ist eigentlich ganz gut. Da kann ich ja jetzt nichts für. Dass er jetzt tot ist. Ich weiß jetzt auch nicht, warum er gestorben ist oder ob das so geplant war, kann ich euch ehrlich gesagt gerade nicht sagen. Ja gut, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück und übergeben unsere Errungenschaft. Ja, also wie gesagt, da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen wollt. Wie gesagt, von mir jetzt aus. Was ich gerne noch spielen würde, aber das ist noch kein festes Versprechen, weil ich mir dafür erstmal die PS4 beispielsweise holen muss. Und zwar God of War 4. Dann eventuell Crash Bandicoot, weil so wie ich mitbekommen habe, gibt es da wohl bald ein Remastered von der PS-Version, aber auch für Xbox verfügbar. Das wäre dann auch noch eine Option. Dann für die Switch, weiß ich nicht, aber Mario Odyssey wäre vielleicht noch eine ganz geile Sache, denke ich mal. Das werde ich mir eventuell holen, mal gucken. Wenn das nicht nur so in dieser Real-Life-Welt da abspielt, so wie ich das mitbekommen habe, da werde ich nochmal gucken. Wenn das nur in der Real-Life-Welt ist, dann nicht, weil da habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte Mario spielen in der Mario-Welt und nicht im Real-Life. Da waren noch zwei Spiele, das hatte ich mir mal fotografiert und mir auch mal abgespeichert im Handy, aber mein Handy ist zurückgesetzt worden den Tag. Was waren das noch? Das ist gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ich würde zum Beispiel auch gerne mal Pokémon spielen, aber das wollte ich eigentlich Kalle überlassen. Der wollte das auch machen, aber ja, da habe ich ja gesagt, wie am Anfang schon, da stehen wir gerade so ein bisschen vor so einem Stoppschild, sage ich mal, wo wir noch nicht wissen, wie es weitergeht. Wir hatten doch saubere Arbeit gesagt. Die Bezahlung könnt ihr vergessen. Ich habe ihn nicht mal umgebracht. Einen Auftrag bekommen wir nur, wenn wir in diesen Städten kleinere Gefälligkeiten erledigen. Okay. Bis man uns dort kennt, dann würde man mich... So, das ist jetzt natürlich echt schade, Leute, muss ich wirklich sagen, und belastet mich gerade auch so ein bisschen, dass das jetzt einfach so hier beendet wurde von... Und ich kann ja nicht mal was dafür, dass der jetzt gestorben ist. Das finde ich jetzt echt scheiße. Jetzt gehen wir gleich mal zu Your Life, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Die kommt übermorgen dann online. Und ja, ich lasse euch jetzt einfach mal mit diesen paar Gedanken, die ich jetzt hatte, was die Spiele angeht und mit den Sachen, was den Kanal angeht, mal alleine. Und hoffe, dass da eine Rückkopplung drüber kommt oder denke jetzt einfach mal, da kommt eine Rückkopplung von euch, was ihr eventuell denkt. Was willst du denn, Alter? Geh doch mal weg hier. Dass ihr mir sagt, was ihr gerne sehen wollt. Vielleicht bin ich da ja sogar von begeistert von den Spielen. Und dann werden wir das mal angucken und dann sehen wir uns morgen, übermorgen zu einem weiteren Part und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht die Morde dieser jungen Mädchen aufklären können. In dem Sinne verabschiede ich mich, wir sehen uns übermorgen, haut rein und ciao.